Hallöchen und zurück. Weitere Folge von Asmophobia. Und jetzt bringen wir mal den Derry um. Mal gucken, ob wir es schaffen. Aber pscht. Er weiß noch nichts davon. Schauen wir mal. Boom. Erwischt. Hä? Ja, genau. Nimmst du überhaupt da auf oder nimmst du nicht auf? Ich nehme auf. Ja, dann sag doch was. Hallo, YouTube. Ja, das sage ich schon immer, wenn ich es anmache. Hä? Okay, aber ich höre nichts. Deswegen, ich Ja, muss ja ich sag das ja nicht aufpassen. erst im Wagen. What the fuck? Wenn ihr volle Action sehen wollt, kommt auf DerryTV.com2. Derry TV vor allen Dingen. Da werden sie nie was finden, ey. Ja, pst, musst du nicht verraten. Wie wenn ich Schleichwerbung machen würde für mich. Scheiße, nicht Isa, ne? Ich habe nur gesagt, die sollen auf Derrycon gehen. War nur Spaß, ach Gott. Ich kann so viel Schleichwerbung machen, wie ich möchte für dich, hä? Hä? Ja, nix, Keine hä? Ahnung. Wer weiß, wenn alles rüberkommt. Na, tja, das ist ja dann nicht mein Problem. Ja, oh, das hast du ja gesagt. Guck mal, wie die euch behandelt, hä? Nee, gar nicht wahr, gar nicht. Hey, come on. Bei mir ist viel mehr Action. Oh, Knochen liegt bei der Küche auf dem Ja, Tresen. und wir haben den Spiegel hinten hängen. Standardplatz. Sehe ich aus, wie wenn ich einen Spiegel brauche mit meiner Glatze? Ja, zum Polieren. Stimmt, ja, doch. Ja. Zum Rasieren brauche ich ja trotzdem einen. Ja. Wäre praktisch, ne? Ja. Hast du irgendwo einen Schalter Ohne. gefunden? Achso, ich dachte, du wüsstest, wo der ist. Nee, dann ist er oben auf dem Nee, ich hab's Dachboden. vergessen. Ja, also. Also hier unten habe ich eh keinen Orb. Kann man hier auch gleich mal Licht anmachen, ey. Ach nee, geht ja nicht. Da war ja was. Bitte, what? Isa redet wieder mit sich selbst, macht euch nichts dran. Nee, der war hier gerade vor mir und hat. Was? Vielleicht ist es ja seine Redensart. Muss ich ihn nicht gleich beleidigen? Mach ich auch nicht. Also, er hat im Bad Isa, hier, hat er Licht angemacht. Komm mal runter, bitte. Ja, ich komme ja schon. Warte mal, alter Mann ist Hier. gestehen zu. Was stand halt hier Habe ich drauf? schon alles gefunden? Nee, ne? Ja doch. Außer den Geistern. Ist hier kühl? 13 Grad. 14 Grad. Okay, dann. 11 Grad. Und hier drüben. Hier drüben? Hier? Obwohl hier Der auch Haus noch ist alles richtig 8 steht. Grad, 8 Grad, 14 Grad, 15 Grad. Also er stand hier. Boah. Wo macht er besser dieses Geräusch? Ich weiß nicht. Aua, meine Nase, Alter. Entschuldigung. Der schmeißt doch irgendwo was. Ja, keine Ahnung, wo das ist. Hier drin ist nichts. Und hier ist auch nichts zum Verstecken. Richtig geil. Hatte ich gerade. Der ist hier hinterher, ne? Ja. Wir haben hier 0,7. Wie alt bist du? Minus. Hab ich doch eben gesagt, du Pflaume. Du hast 0,7 gesagt, das ist nicht Minus. Ja, minus 0,7.
Ich hab das Minus verschluckt, kann sein. Ey, wie der mir hinterher ist, ja, ich glaub's ja nicht, ey. Ja, ich glaub, der mag dich. Boah. Wir sollten nicht so lange da drin bleiben, du bist Ripp. Oh mein Gott. Ja, guck dir mal unsere Sanity an, das ist schön. Der ist dir hinterher. Ja, du bist schuld, du hast wieder geflirtet. Wow, nimmt der zweimal. Ne? Panik. Panikpillen. Orb, wir haben dir Orb. Geredet? Ja, oh. Kann aber auch die Mimik sein. Hat der Gefrier? Der hat Gefrier, ja. Ja, ja. Der hat aber auch Box- und Fingerabdrücke. Naja, das sind die vier Verdächtigen, ne? Wenn er halt wirklich ist. Ja, die vier von der Tankstelle. Die vier Dutches von der Tankstelle. Dutches. Okay, ich geh schon mal rein, ja? Lieber doch mal. Okay, ich komme wieder rückwärts zurück. Guck. Weil die Dots brauchen ja manchmal ein bisschen, deswegen. Achso. Dass man das eigentlich schon so ausschließen kann. Also es war zumindest der dünne Opi. Ah, das reißt sich beschreiben. Auf jeden Fall hat er sich auch so angehört wie so ein geiler Bock, der hinterher geheuchelt ist. Ja, genau. Tja, viel Spaß ist er, ne? Ja. Nee, wieso denn ich? Was will ich mit dem Ding? Das stinkt. Hä? Ich nehme Räucherstäbchen mit sicher, oder? Ja, das und das ist auf dich ist. F, oder? Na, wir haben doch jetzt erstmal Sanity. Nee. EMF ist ja raus. Hä, bei den vier Verdächtigen. Wenn es wirklich ein Orb ist, ist EMF ja raus. Okay. Lass mal gucken. Wir gucken mal. Ich folge dir. Aber nicht bis in den Tod. Oh, schade. Kannst du knicken? Kannst du knicken? Ich kann ja doch mal probieren, mit ihm zu sprechen. Gib uns ein Zeichen. Okay, bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Wer hat draußen einen Lichtschalter angemacht? Da hat das Licht eben geflackert. Hier? Ja. Aber war kein Lichtschalter gehört, nur das Licht ging außen an. Gib uns ein Zeichen. Ey, wir haben null verbrauchte Frames, Jungs und Mädels. Geil, ich sehe mich nicht mal in dem Ding drin hier, ne? Wozu hängt der überhaupt Spiegel auf? Boah, ich wüsste es nicht. Vielleicht guckt das Schreibe ins Buch. Dots! Ach, Dots! Das ist ein Dot, nicht Dots. Was ist denn du mehrere? Hey, komm, wir holen unsere Sachen. Was für Sachen? Ja, Fotos, Salz. Das, was wir machen müssen. Ich hab die Räucherstäbchen. Muss uns ja schützen. Ja, wenigstens einer, ne? Ja, ja, genau. Besser ist es. So, was brauchen wir denn? Salzfoto, entkommen Sie dem Geist während einer Jagd mit dem Robot. Okay. Larry? Er googelt wieder. Weil du das so toll findest, deswegen mache ich das mit Absicht. Ja, mach nicht so viele Lichter an, schon haust du gleich wieder eins raus, ne? Wir können ja da wieder ausmachen, guck.
Egal, So, das wo kann war ich der sagen. Knochen mal hier hinten irgendwo, ne? Hä? Wo Ja, hast denn du hier, den guck mal, gefunden? da. Ich wusste genau, was du vorhast, ne? Ja. Ja, Hast das du ist mit auch nicht Kopf zurück? gurgeln, ne? Genau, das ist ja nicht gurgeln. Das ist ja so im Mund so ein bisschen so spülen, ne? So. So. Ich gurgel nicht, ich müsste wachsen beim Gurgeln, ich kann das nicht haben. Hä? Ja. Machst du schon wieder heimlich Fotos von mir? Na klar. Ja, geh weg. Ich denke, du willst mich schützen. Lass das Ding auf. Ja, ich schütze dich ja auch, indem ich dich von mir fernhalte. Ich bin böse und gemein. Lass die Türen. Heul doch, du Mädchen. Der hat dich angehaucht, ne? Hä? Ich glaube, der hat was dagegen, dass mir die Tür auf und zu Er hat machen. die Sicherung entfernt, ne? Ja, ist kein Gin. Ich hab Angst. Ist er da fristig? Oh. Tja. Ja, und jetzt? Haben wir jetzt zwei Sachen geregelt schon? Ne. Ne, ist es dein Ernst, Isa? Ja, klar. Wow, Ist du doch machst deine Schuld, wenn du Blödsinn? so Späßchen machst, ey. Hä? Willst du mich verkackeiern? Ne. Das dürfen wir nur Wow, wegen wir haben auch dir noch so nochmal viele. reingehen. Wir haben auch noch so viele Scheißsachen außer des Sands. Weiß es doch Och das nee. Geringfügigste. Ja, das sag ich doch. Wir müssten uns oben mal eine Versteckmöglichkeit suchen. Was willst du mit dem Fotoapparat? Meinst du, der hilft dir dann oder was? Wegen, Mit wenn dem ich eh Salz Räucherstäbchen? machen muss, Ja, und dann? mache ich Fotos. Und wir müssen eh ein Und? Foto von ihm machen. Was? Steht da. Glaubt er mir jetzt nicht, ne? Machen Geisterfoto. Ja, entkomme dem Geist aus der Jagd. Ist doch einfacher, wenn wir zwei Räucherstäbchen haben, oder meinst du, ne? Ja, schon, aber so kann ich ein Foto machen und du verräucherst ihn, sodass wir safe sind. Und beide sterben. Oder beide sterben, ja. Ich am Schreck und du am Geist, wenn er dich wieder lootst. Ach Oh, hier ja. draußen ist Kälte. Toll. Wo gehen wir denn hin, wenn er kommt? Weiß ich nicht, da hinten ist eine Wäschmaschine. Oh. Mach ein Foto, Isa. Ich Ja, warte hier warte. auf dich. Wenn ich sage räuchern, räucherst du. Du meine Mama? Genau jetzt ist die Jagd vorbei, will der mich verarschen? Warum stehst du auch so doof hier rum? Geh doch hin, mach ein Foto. Ja, geh doch, renn ihm doch hinterher, na klar. Bin ich irre? Weißt, du kannst doch dann dahin kommen. Was will ich überhaupt damit jetzt? Ich habe kein neues Salz mit reingenommen. Wow, ist das dein Ernst? Ja, wir brauchen zwei Sachen, ne? Ja. Ja, wenn eins nicht funktioniert, dann müssen wir wieder rein. Kannst du kein Salz holen? Der ist da vorne an der Tür. Ja, noch. Oh, deinen dicken Arsch auf dem Gesicht. Entschuldigung. Ich hab nichts gesehen, Mann. Ja, wo ist er denn? Hallo?
Ich will das nicht mehr, Derry, kann man nicht einfach abhauen? Der geht nicht, das müssen wir durchziehen. Thomas? Thomas, vor allen Dingen. Herbert? Er heißt wirklich Robert, ne? Ne, ehrlich? Ja, Robert Barton heißt er. Hat er gerade das Salz da drin umgekickt? Nee, ne? Weiß ich nicht. Hm. Robert! Robert! Telefon für dich! Er will dir antworten. Robert, die Oma. Geh mal kommt, hin. Die Oma. Oh ja. Der will die Oma nutzen. Mach, geh doch jetzt hin und mach ein Foto. Ja, der soll hierher kommen. Da kommt er. Überhaupt gezählt? Nein, natürlich nicht. Es hat nicht gezählt. Das ist nicht deren Ernst, oder? Ich habe gleich gesagt, nimm Salz mit. Dann hätten wir jetzt etwas. Ich habe meins geschafft, siehst du, in der Jagd. Ja, wie nah soll er denn kommen, dass ich ein Foto machen kann? Ich habe gesagt, nimm Salz mit. Dann hätten wir jetzt beides. Ich nehme jetzt Salz mit. Du mit dem komischen Foto, du weißt genau, dass es oft erzählt mit dem blöden Geist. Ja, weil er so scheiße blinkt die ganze Zeit. In der Aktion. Ja, da steht halt mal gar nichts, ne? Ja, aber selbst wenn, steht als in der Aktion, der Geist steht vor dir, weißt, popelt er schon halber in der Nase. Harry, wo bist du? Ich hab mich verlaufen. Bist du mich verarscht? Ich hab meine Taschenlampe vergessen. Isa! Du bist denn, oder? Willst du mich verarschen? Ist klar, und er haut jetzt wieder ab, ne? Ey, ist so typisch. Schaffe dich! Hör auf zu lachen! Mann! Es hat immer noch nicht gezählt. Ja, rein mit dir! Die mit ihrem blöden Foto. Rein mit dir. Hä? Kollege Schnürschuh. Boah, ist das hell. Oh, ja, habe ich das überhaupt schon? Ja, Rührei. Haben wir schon, ne? Ich dachte, der Salzfreund mit hochgenommen hätte, ne? Hab ich doch, hä? Nee, ich musste sie das Foto machen, ey. Wir hätten schon gewinnen können. Doch.
Jetzt ist er auch tot, du bist tot. Scheiße. Ja, los ihn. Nein, komm zurück. Oh nein. Komm zurück. Wo willst du hin? Genau, geh da runter. Schnapp ihn dir. Nein, links. Falsche Richtung, Alter. Nie verstecken, wenn die Hexe da liegt. Er kam da wieder hin, ne? Direkt um die Kisten rum. Habt ihr das gemerkt? Er kommt direkt zu einem. Isa, hast du das Salz nett gelegt? Du hast doch das Salz gestreut da oben, oder? Doch, hab ich. Oder nicht? Ja. Hat er schon recht, ne? Doch, habe ich. Ja, dann kann ich nichts mehr machen. Nö. Was soll ich denn jetzt machen? Tja. Ganz vergessen. Du musst da hochgehen, auf den Dachboden. Dann muss er da ja durchlatschen. Gehen oder sterben? Ich darf nicht gehen, Nagori. Richtig. Es müssen zwei von drei Dinge auf dem Board müssen gemacht werden. Nebenaufgaben. Ne? Wenn wir das die Umfrage halt machen. Wenn wir sie nicht machen, ist ja wurscht. Da zählt auch Raten, Raten, was ist das nicht? Ne, Beweise musst du dann finden. Sonst wär's ja blöd wegen der Umfrage. So richtig. Hat er recht. Er muss eigentlich nach hier durch das Salz latschen. Hier drin ist er. Wo startet er denn? Warte mal. Unten diesmal, okay. Ist ja voll behindert. Der Kollege, weißt du, wo du hin willst? Er ist jetzt aber total verwirrt, ne? Geh da hoch. Die Frage ist, wenn er unten startet, wird er nicht durchs Salz treten. Er müsste also ein Foto machen. Aber dann stirbt er ja trotzdem. Ja, ich hätte vielleicht früher das Salz legen sollen. Nur das Problem ist, ich kann ja nur drei Gegenstände mitnehmen. Der Kollege trampelt wieder unten lang, ne? Ja, strikt dran vorbei, ne? So langsam gehen ihnen aber auch die Räucherstäbchen aus. Da läuft durch Salz, ne? Der läuft durchs Salz nicht. Nö.
Der läuft immer akkurat genau daneben dran vorbei. Genau daneben. Hm. Jetzt ist die Frage. Einer hat gesagt, der wie stirbt. Das war, glaube ich, jetzt versuchen, so lange da drin zu bleiben, bis er durchs Salz läuft, oder? Wir lassen es. Oder du machst ein Foto. Aber ein Foto machen jetzt noch ohne Räucherstäbchen, dann ist er RIP. Ja, bescheuert, ne? Im ganzen Gang liegt Salz und im Zimmer. Ja. Salz, wo er vorher war. Und ein Foto vom Geist machen ist Selbstmord. Dann kann ich gleich sagen, ich sterbe. Findest du bad, Seht ihr die Zonen der Jungs? Nur ein Test gewesen gegen Abend. Ob das Stream wieder funktioniert, schnackeln. Das Internet. Ja, würde ich sagen, gehen wir, ne? Dann. Selbstmord. Kann man so sagen, ja. Warte mal, haben wir überhaupt noch Platz für ein Foto? Ich glaube, wir hätten noch Platz für ein Foto. Vier Stück sogar. Aber zu sterben deswegen, ich weiß ja nicht, ne? Was meinen da? Wollen wir es abbrechen oder? Das frage ich den, der gebettet hat, auf der wie stirbt. An dem gegenüber ist es ja unfair, wenn ich es jetzt einfach abbreche, ne? Geisterjäger gewinnen ist sowieso verloren. Dann war das die Isa. Die Isa will unbedingt sehen, dass ich sterbe. Wird aber nicht passieren, Isa. Ich bleib unten im Schrank. Da kommt ja niemals hin. Naja, die ja, hat auf mich gewettet, dass ich sterbe. Also so oder so. Ich meine, selbst wenn, wenn wir hier draußen sind, müsste durch den Salz latschen. Der macht es aber nicht. Weil er mal wieder unten startet. Ja, das macht keinen Sinn eigentlich, da nochmal reinzugehen. Startet jetzt eh da unten. Ich kann versuchen, ein Foto zu machen, ja. Aber ohne Räucherstäbchen gehst du eh drauf. Ja. Der lud ihn dann halt instant aus dem Schrank raus. Schrank also zu verstecken, wenn er kommt. Weiß nicht. Nulpe, du Nulpe. Du stinkst. Nulpe? Das Ding ist, wenn er zwar da vorne startet, können wir mal gucken gehen. Hans-Peter. Joachim. Es ist halt ein langer Weg bis dahinter, ne? Aber hier an sich gibt es nirgendwo eine Versteckmöglichkeit. Okay, er startet im Wohnzimmer. Wo will er denn? Jetzt rennt er doch. Jetzt, wo du nicht nach oben sollst, gehst da oben, ja? Und wieder nicht durchgelaufen, ne? Er geht auf den Dachboden.
Also. Jetzt war Butter bei der Fische. Was macht der da oben auf Dachboden? Gucken, ob wir ihn erschrecken können. Schau mir Taschenlampe an. Ich quatsch mit euch. Und der geht erstmal auf den Dachboden, ne? Scheint ja wohl doch nicht ganz so zu gehen wie, ne? Ja, Isa, man verschreckt nur einmal, Isa. Ist nicht mehr lustig jetzt. Komm schon, Geist, der ist hier hinten. Ist doch jetzt nicht schon wieder oben, oder? Will er dauert auf Dachboden oder so. Die ganze Zeit ist er oben gestartet und nach unten gegangen. Ey, der sucht überall nur nicht da hinten irgendwo, ne? Hm? Aber er hört ihn nicht mal reden, oder was? Er labert die ganze Zeit da hinten. Und der Typ hier. Nach oben wieder, ja, na klar. Du bist so blöd, Geist, ey, ganz ehrlich. Aber mich instant fressen, ne? Und jetzt geht er wieder auf den Dachboden, oder? Ey, du bist so behindert, ne? Das ist unfassbar, das glaube ich jetzt nicht. Wie kann man so blöd sein? Und mich frisst er denn? Er startet doch schon unten in der Küche. Er startet unten in der Küche. Derry unten übelst am Quatschen. Alles machen, ne? Aber der Geist, nö. Wir gehen erstmal hoch auf den Dachboden. Also. Ne. Wieder geht er in die falsche Richtung. Ne? Ey, das ist ja unglaublich. Stinge. Bin hier unten. Der, das weiß ich nicht wo, ne? Startet in der Küche. Okay. Ja, okay, dann lassen wir's. Ja. Also zwei Dinge haben wir gelernt. Da geht nicht dahin, wo die Taschenlampe an ist. Das bringt ja so nichts. Wäre schon längst zu mir gekommen. Das bringt so nichts. Das macht keinen Sinn. Und gequatscht habe ich auch die ganze Zeit. Ja, eben. So, und dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, brechen wir das jetzt ab. Genau, und ich bedanke mich bei euch. Ich finde eure Keksen, glaube ich, wieder zurück. Müsst ihr mal drauf achten, ja. Jetzt. Hm? Bis zum nächsten Mal. Zeig euch noch den Endscreen von dem Spiel, ob wir wenigstens den richtigen Geist getroffen haben. Da. Hätte ich gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, Isa, hast du reingekackt. War richtig, ne?